Heute wird die Lanze gebrochen, nämlich mit Cavalanzas. Habe ich schon länger vorbereitet, aber noch nie im Premier Cup in der Hyperliga gezeigt. Und ja, wir machen einfach weiter. Road to Rang 9 ist auch am Start. Team ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt etwas länger überlegt. Also mal Cavalanzas. Hat eine Schwäche gegen Feuer. Und zwar beide Typen. Folglich, ja, große Probleme gegen Glurak. Also ist eine Sache schon mal auf der Hand. Hier muss ich mein Shiny nehmen. Sumpex. Und das dritte Pokémon, da bin ich mir unsicher. Deshalb dachte ich mir, lassen wir einfach Slimog. Slimog hat nur eine Schwäche gegen Boden. Ansonsten, ja. Und irgendwie gefällt mir das Ding. Ich habe dann zwar kaum Sofortattackenschaden, Druck, so. Aber alternativ hätte ich mir überlegt, Relaxo. Wenn man nicht weiter weiß, einfach Relaxo nehmen. Oder sogar ein zweites Wasser-Pokémon. Bisaflor kann ich mir nämlich nicht erlauben. Ich kann nicht zwei Pokémon, die schwach sind, gegen Glurak. Auch wenn vielleicht in vielen Kämpfen gar kein Glurak vorkommt, so. Jo, schauen wir einfach mal. Doppelwasser wäre vielleicht auch mal was. Oder mit Relaxo versuchen. Oder Alola Slimog. Irgendwie finde ich, das Ding ist sowieso ein wenig unterschätzt und wird zu wenig eingesetzt. Ich habe die Attacken. Vielender und Schlagbohrer. Vielender macht mehr Schaden pro Energie. Und wir gehen auch direkt darauf. So. Ein Erdbeben würde schon... Wow, 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 wow. Ein Erdbeben würde schon wehtun. Aber weil du nicht geschildert hast, war vielleicht sogar gut, dass ich nicht alle Bubbles getroffen habe. Weil jetzt kann ich potenziell farmen. Okay, ein Erdbeben tut schon weh. Aber... Oh nein! Okay. Okay, okay, okay. Das war schon mal nicht so... Ja... Muss ich überlegen. Nun gut. Sumpex und da ist Glurak. 3, 4. So, du wirst mir da... Und 5? Was? Ich habe schon gedrückt. Wie kannst du da noch zu 5 ausholen? 5. Und wechseln. Ab dafür. 6. 7. 7. Das heißt, du schaffst auf jeden Fall nicht back-to-back. Ich schilde einmal. Wofür will ich sie mir dann aufheben? Und du köderst nicht mal. Du bist mir ja ein ganz sympathischer. Und du wechselst nicht mal und lässt mir hier nochmal Farm übrig. Und du gehst raus. Okay. Na gut. Da hatte ich aber Glück, wirklich. Das sind so Kämpfe. Da entscheidet... Da würde die Führung einen riesigen Unterschied ausmachen. Hätte ich das Glurak vorne gehabt, das hätte ich gerne gespielt. Wie das dann gelaufen wäre. Glurak vorne, ich hätte Slimog reingeholt, dann wäre Sumpex reingekommen mit Erdbeben. Okay, Togekiss, das ist natürlich ganz schlecht. Gegen ein Togekiss hole ich mal direkt Sumpex hinein. Ich bin mir gar nicht sicher in dem Team, was hier... Oh, ich habe Erdbeben sogar, fällt mir auf. Was hier ein sicherer Wechsel ist. Ich finde aber echt Alola Slimog... kann, vor allem dann noch mit ein, zwei Sofortattacken Energie... Also... Mit ein, zwei Sofortattacken Energievorteil kann Alola Slimog schon ein bisschen was reißen. Es wäre wirklich schön, wenn ich diese Aquahobbitze noch überleben könnte. Diesen Surfer meine ich natürlich. So, und jetzt noch ein Erdbeben raus und danach mit Cavalanzas runterfarmen. Aber weil ich keine Aeroas habe... kann ich in dem Kampf gegen Togekiss nicht viel ändern. Denn ich habe Vielender und alle Attacken sind nicht sehr effektiv gegen Togekiss von mir. Mit Aeroas hätte man zumindest etwas Neutrales. Also, ja. Okay. Ich lasse Cavalanzas, glaube ich, einfach drauf gehen. Oh, willst du eine... Obwohl Schädelwumme? Typ normal? Müsste ich eine Resistenz haben? Oder einen Eisstrahl? Nein, du kannst nur Surfer machen, genau. Vielleicht zwei hintereinander. Und dann... So. Das hast du ausgegeben. Ich hebe mir die Attacke auf für bessere Zeiten und hole mir hier schon mal einen kleinen Energievorsprung. Oh, 2 schaffe ich sogar. Perfekt. Das war nicht so verkehrt, dass ich jetzt 2 packe. Und dein eigenes Cavalanzas. Ja gut. Schade, schade, Schoko zu der
lade. Aber gefällt mir immer, wenn das Pokémon, welches ich gerade im Video vorstelle, auch im gegnerischen Team vorkommt. Schlaue Sache von dir, dass du dir die Schilde aufhebst. Ich muss leider sogar den schwächeren, also den Move mit weniger Energieverbrauch schilden. Und ja, Schlagbohrer, ich kann mir hier nicht mal wirklich viel Bonusenergie aufbauen. Ich gehe sofort auf Finsteraura, denn auch die Konter drücken mich ansonsten in eine Reichweite. Ja, das ist gelaufen. Togekiss-Führung, böse. Sehr schlau von dir, dir das hier aufzuheben. Wir versuchen es mit einem Köder. Ich glaube, anderenfalls würde ich sowieso nicht... Nein, wir versuchen es nicht mit einem Köder. Wir versuchen es direkt mit der Schlammwoge. Eventuell, aus welchem Grund auch immer, schildest du ja nicht. Ich hatte da schon einige Kandidaten in letzter Zeit. Zwei Attacken schaffe ich nicht aufgrund des Sofortattacken-Schadens. Und danach noch rüber und wir sehen uns an, wie viel ein Schlagbohrer macht. Okay, du schildest. Gut für dich. Und der Schlagbohrer... Wir kämpfen bis zum letzten Zipfelchen. Der wird gar nichts machen gegen einen Typ Flug. Okay, tschüss und Dankeschön fürs Dabeisein. Das ist das große Problem, auch wenn Flugattacken... So, was sage ich denn? Wegen Aero hast du schon ganz geschädigt. Auch wenn ich muss mich immer konzentrieren bei der Auswahl. Wenn Fee-Attacken, also Charm, nicht so effektiv ist... Trotzdem ist gegen Togekiss... Was kann ich machen? Ich kann nichts machen. Alle meine Attacken, sogar die Sofortattacke, ist auch nicht so effektiv. Okay, Gyarados mit einem Feelender. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, drin zu bleiben. Ein Feelender würde schon wehtun. Und mal schauen, was Kavalanzas aushält. Ich meine, du hast so eine fette Rüstung. Da musst du doch ein bisschen auch was wegstecken können, oder? Zum Beispiel so einen Nassschweif, aber offenbar erreichst du leider die Attacken früher als ich. Schauen wir mal, vielleicht würde ich sogar einen Schild investieren. Okay, ja, aber das hat schon gut was gemacht. Jetzt bringe ich dich dazu auszugeben und dann könnte ich eigentlich sogar fast runterfarmen, oder? Nö. Oh, war da, wenn das mit Absicht war, dann war das auf jeden Fall schlau. Gut. Gut, gut, gut. Und mit gut meine ich eigentlich schlecht. Ich glaube, es müssten 12 sein. Was? 12 sein bis zu Nassschweif. Aber stimmt, du hast von vorhin ja auch noch was bekommen. Ah, es kommt noch ein neutraler Nassschweif rein. Ich habe das Gefühl, das Team ist nicht so gut. Das Team ist nicht so gut. Ich würde gerne ein bisschen weniger aufladen, aber zu viel darf ich mir auch nicht erlauben. Lassen wir mal 3-4 Bubbles weg. Ah, schade, das war dann doch zu viel. Aber mit den Boden-Sofortattacken darf ich mir da kaum was erlauben. Jetzt ist mein Zumpex schon mal auf der Hälfte. Ich habe keinen Energievorteil. Nichts habe ich. Das ist ganz uncool. Heieieiei. Gut, jetzt wäre es schön, wenn ich eine Attacke auf Slimog abfangen könnte. Ich wechsle sofort. Du setzt leider nicht sofort. Oh, du setzt ein. Perfekt. Sehr schön. Das könnte jetzt vielleicht noch so kleine Türen und Tore eröffnen. Die Finsterfaust wird gar nichts machen. Und jetzt habe ich einen Schildvorteil. Okay, und da kommt das Glurak hinein. Ich brauche zweimal die Finsterfaust. Oh, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Na, wo sind wir? Bei 3, glaube ich, oder? Eine habe ich gegen Gengar geschafft. Dann bist du reingekommen. 4, 5. Du wirst ködern. Ich werde es trotzdem schilden. So, wenn du köderst, hast du die zweite Attacke. Oh, okay. Dann kann ich 1, 2 noch eine machen. Gut, das könnte noch was werden. Weil du jetzt nicht geködert hast, hat mir das schon einen kleinen, aber feinen Vorsprung gegeben. Und... So. Jetzt habe ich die Energie ein bisschen aus dem Auge verloren. Und das Problem ist... Die Wechseluhr ist auch bald rum. Zu viel kann ich mir nicht holen. Weil ansonsten holst du hier Gengar rein und keine Ahnung. Okay, schauen wir mal. Ob das jetzt sowas wird, wenn ich einfach drin bleibe. Oder kommst du zuerst zum Spukball? Das wäre ganz bitter.
Die Finsterfaust reicht nicht. Die Finsterfaust reicht nicht. Wenn das die Finsterfaust ist, dann reicht die nicht. Das muss schon der Spukball sein. Ich habe schon gedrückt. Ich werde jetzt noch einen roten Zipfelchen haben, genau. Hat man vorhin ganz klar auch gesehen, wie wenig Schaden Finsterfaust gemacht hat. Ja, dann. Dankeschön. Tschüss, Gengar. Hat mich gefreut, mit dir Geschäfte zu machen. Obwohl die Führung gegen Gyarados echt mies war, ich hätte gedacht, Feeländer macht ein bisschen mehr, weil Feeländer ist echt ein starker Move. Also, das ist schon. Das ist schon ein krasser Move, der benötigt auch ordentlich Energie. Naja, eigentlich so viel ist es gar nicht, glaube ich. Aber im Vergleich zu einem Schlagbohrer. Ja, was anderes kann ich nicht machen, leider. Hier mit den Attacken. Jetzt kann ich vielleicht sogar verstehen, warum manche Leute mit Aeroas spielen. Okay. 2, 3, 4. Ich glaube 4. Moment, 5 ist Sturzflug, oder? Mach mal einen Himmelsfeger. Boah, der tut aber auch schon weh. 5 und Nummer 6. Schauen wir mal, ob ein Feeländer hier irgendetwas ändern wird. Den schildest du sogar. Nein, und jetzt kannst du runterfarmen. Kannst du runterfarmen? Jawohl, kannst du. Uff. Das ist jetzt... Also, schlimmer könnte es eigentlich gar nicht laufen. Boah. Und ich kann mit nichts. Beide Sofortattacken machen keinen Schaden, also muss ich zu einer Attacke kommen. Du hast dir so viel Energie jetzt geholt. Ey, mit einem Schild hätte ich da nicht gerechnet. Dann hätte man vielleicht auch mal ködern sollen. Ach du meine Güte. Naja, dann schauen wir direkt, wie ein gesamtes Kramchef mein Team zerlegt. Dich hätte ich gerne gegen mein Castellit gehabt. Denn da reichen ein paar Sofortattacken und dann ist Kramchef schon komplett weg. Aber wundert mich, dass jetzt wieder Kramchef da ist und keine Ampharos. Es hat sich nichts in Wahrheit an den Attacken geändert, so. Aber trotzdem hat sich am Meter so einiges geändert, ja. GG. Glückwunsch, das ist gelaufen. Wir versuchen es noch. Jo, also das war auch in der Season 3 so. Ich bin so abgegangen mit meinem Team. Labras vorne mit Schädelwumme hat alles zerlegt. Und dann plötzlich die Elektro-Pokémon. Ich hatte ein Video, wo, glaube ich, in 10 Kämpfen 8-mal Ampharos oder Elevoltec vorne war. Und dann hat sich alles gedreht und alles gewendet. Und ja, dann sind die anderen Pokémon so ein bisschen nach hinten gerutscht und alles hat sich eben in diese Richtung geändert. Eieiei. Na gut. Ja, das ist gelaufen. Leider. Eventuell kann ich mir ja hier eine Schlammwoge aufheben und dann irgendwie, keine Ahnung, was noch machen. Ah ja, perfekt. Nö, aber würde mich jetzt interessieren, wie lange es dauert, bis sich das Ganze wieder dreht. Ich kann mir nicht mal eine Schlammwoge aufheben, weil die nicht erlangt. Okay. Wie lange es dauert, bis sich das Ganze wieder dreht, das Rad, und sich das Meter wieder ändert. Aber das verstehe ich wirklich nicht. Warum speichert sich das Wissen von vorheriger Season nicht fürs nächste, für die nächste Season sozusagen? Oder, ja, so als ob irgendwie alle Leute aufgehört hätten in Season 3 und jetzt komplett neue Leute in Season 4 wieder spielen. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was da so passiert. Also, ich darf natürlich nicht sofort in Zumpex, denn das ist der offensichtliche Köder. Das heißt, wir kennen dein Team. Glurak, Macho und Bisaflor. Wenn ich es irgendwie schaffe mit dem Bisaflor oder eben irgendein Zumpex-Konter. Ja, moin. Wenn ich es irgendwie schaffen würde, ich baller hier 2 Schilder rein, ansonsten wird das sowieso nichts mehr. Glaube ich, oder? Ah, schauen wir mal. Kreuzi ist nicht so stark. Ja, sehr schön. Und die Schlammburge bekomme ich auch noch raus. Wäre natürlich genial, wenn du 2-mal richtig schildest. Und du schildest 2-mal richtig und farmst jetzt hinunter. Sehr schön, so ist es fein, so muss das sein. Na gut, dann
Muss hier Sumpex? Ja, das wird sowieso nichts mehr, denn ich brauche noch irgendwas gegen das Bisaflor hinten. Oder gegen irgendein Pokémon, da wird bestimmt was drin sein. Was... ja. Was gegen ein Sumpex stark ist, weil... wer Glurak vorne hat, oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht... ja, einfach 17 Kreuzhiebe hintereinander, warum nicht? Kann man mal machen. Aber ich will es mir aufheben, ich muss es mir aufheben. Gut, aber jetzt eventuell, wenn du auf null Energie bist, da ist das Bisaflor. Okay, das war nicht sonderlich schwer zu erraten. Okay, das Team nicht wirklich zu gebrauchen, bitte nicht nachmachen. Leider kam Kavalanzas nicht zur Geltung. Vor allem, wenn man in 5 Kämpfen sogar direkt den krassesten Konter dagegen hat, nämlich einfach mal ein Glurak vorne. Ja, und man muss nicht Uri Geller heißen, um hier zu erraten, dass das letzte Pokémon ein Bisaflor war. Schade, dass ich keine Attacke habe, die auch nur annähernd irgendwie gegen Glurak ankommen kann, weil Energie habe ich jetzt bis übermorgen. Energie habe ich jetzt wirklich ohne Ende, also gegen Bisaflor ist das Ding schon echt eine Wucht. Okay, mit dem Macho habe ich gerechnet. Deshalb mal ein bisschen Energie sparen, das müsste hoffentlich auch reichen. Oder nicht. So geht es natürlich auch. Jo. Und das Glurak hat noch komplett volle KP gehabt. Das war mal ganz mies. Das können wir aber, so können wir Kavalanzas nicht stehen lassen. Wie können wir Kavalanzas zur Geltung bringen? Das ist eine gute Frage. Was machen wir? Soll ich mir was überlegen beim nächsten Mal? Gebt mir eine Sekunde, ich schau mal hier in PvPoke hinein. Okay, ich habe eine Idee. Einfach nur, weil es mir farblich sehr gut gefallen hat. 2 pinke, rosa, schillernde Pokémon hinten drin. Mein Ampharos. Dann versuchen wir das mal so. Na, weil Ampharos kommt auch mit den Sofortattacken schon gegen Glurak an. Ist aber eben kein Sumpex. Versuchen wir mal. Okay, Pixie. Da machen die Sofortattacken relativ wenig Schaden, aber von uns beiden. Und holen wir mal hier ein bisschen mehr Energie. Und gehe dann auf einen Schlagbohrer. Mal schauen, wie viel der so macht. Ich glaube, ich... wow, du schildest den Schlagbohrer. Was könnte ein Kavalanzas denn noch haben, was ein Pixie wirklich schilden möchte? Werde ich schilden, ist die Frage. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich werde nicht schilden auf der anderen Seite. Das wird dann ein kniffliger Farmdown mit Dingenskirchen. Oh, wenn du dir jetzt noch so ideale Energie holst. Ja, aber ich muss es machen. Ich kann jetzt nicht den Wechsel hergeben. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Hoffentlich schaffst du nicht noch eine Attacke. Ich komme jetzt auch mit einem rosa Pokémon hinein. Und bitte schaff nicht noch eine. Jawohl, okay. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Diese paar KP, die gebe ich gerne her. Ah, das habe ich ja auch nicht bedacht. Ach, was ist denn los? Ey, und immer kommt es natürlich genauso. Ja, stimmt. Was mache ich denn gegen ein Sumpex? Was mache ich denn mit Sumpex gegen Bisaflor? Nein, das passt echt gar nicht, dieses Team. Was? Okay. Da bedanke ich mich mal. Das könnte vielleicht jetzt noch was werden, aber vermutlich auch nicht. Aber warum gehst du da raus? Weiß ich nicht. Was ist denn los? Ich hätte noch mehr Energie holen sollen. Okay, einfach. Boah, keine Ahnung, wo jetzt die Schilde besser investiert wären. Erdbeben schaffe ich nicht. Sind wir uns mal beide einig. Da sind wir uns mal alle einig. Ich mache die Aqua-Haubitze einfach, weil die auch schon ein bisschen was macht, weil es ein overpowerter Community-Day-Move ist. Wow, das war dein Fehler. Das war, glaube ich, dein Fehler. Oh, schade, das hätte ich noch gerne gepackt. Aber 2 hintereinander, ob du jetzt haben wirst? Uff. Also, wenn ich das noch gewinne, dann Prost Mahlzeit, weiß ich aber auch nicht, was los ist.
Ja, moin. Deshalb beendet man keine Kämpfe vorzeitig. Warum geht man? Obwohl, okay, ja, Impoleon, du wolltest das gegen Ampharos vermeiden. Macht schon Sinn. Aber für mich in dem Moment... Ah nein, das Team ist auch nicht. Ah, ich weiß nicht. Egal, wir hoffen einfach, dass da kein Glurak vorne und Bisaflor hinten und was auch immer. Obwohl, nein, Quatsch, das ist ja in Wahrheit genauso. Nein, das kann ich, das ist auch ein doofes Team. Heieiei. Oder? Castellit. Unsere neueste Errungenschaft? Ich glaube, ich war noch nie so unschlüssig bei einem Team. Und es ist, das hat mich auch ein bisschen von Cavalanzas abgehalten, dass ich da noch kein Video dazu gemacht habe in der vorherigen Season, weil ich habe einfach kein gutes Team gefunden, wirklich. Immer gibt es irgendwas, was passieren kann und was dann komplett eigentlich zu einer Niederlage führt, außer der Gegner wirft einfach komplett. So, Castellit ist jetzt unser neuer sicherer Wechsel, denn ich kann nicht in Sumpex reingehen. Das ist ja wohl die offensichtliche Falle. Bitte nur ein Feuerfeger. Feg mich nicht mit einer Loe-Kanonade weg. So, Feuerfeger ist nämlich ein sehr schwacher Move. Und du hast keine Antwort gegen Castellit. Interessant, da hätte ich auch fast ködern können, aber eine nicht geschilderte Kreuzschere gegen ein Logok. Ah, das tut weh. Ja. Jetzt wirst du farmen, oder? Aber ein bisschen Druck mache ich dir schon. So. Naja, dann glaube ich, kommen wir wieder in Cavalanzas rein und farmen runter. Ich hoffe, ich muss nur einmal schilden. Weil... So. Was geht denn jetzt ab? Jetzt verstehe ich die Welt ja gar nicht mehr. Okay, also ganz verrückte Aktionen, also nicht verrückt, ich will das nicht, ich meine das nicht schlecht, wirklich interessant einfach, unerwartet, sagen wir es so, völlig unerwartete Spielaktionen. Und im Grunde, also Erdbeben ist es noch nicht, ein Kraftkoloss würde ein bisschen was machen, aber Sumpex muss jetzt einfach komplett aufräumen. Sumpex wird jetzt aufräumen, aber sowas von. Bisaflor hinten? Eventuell? Weil wenn du ein Logok vorne hast, dann Bisaflor hinten. So, wir holen uns hier komplett Energie. Und gehen blind auf Feelender. Okay, ein Lapras. Zwei Schilde gegen einen Schild und wenn ich hier jetzt noch Dingenskirchen einsetze. Feelender, okay. Und den Schild bekommen. 2, 3, 4... Gut. Sind wir uns ehrlich, ich werde sowieso jeden Surfer schilden. Ich heb mir einen Schild noch auf, schauen wir mal. Ich zähle weiterhin mit, wegen Schädelwumme. 1. Okay, 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 okay. Nun denn. Konzentration bitte in den hinteren Reihen. 2, 3, 4. Ja, das müsste ich eigentlich selbst... Wenn ich jetzt nochmal, es ist ein Surfer, wenn ich nochmal Surfer schilde, du kommst zu keiner Schädelwumme und dein Erdbeben reicht. Du kannst nicht mehr rauswechseln oder so, all deine Pokémon sind weg. Na gut. Geh zu dem, geh. Aber wirklich, keine Ahnung mit dem Team. Cavalanzas, was macht man nur mit dir? Ich schaffe es nicht, dich gegen Bisaflor irgendwie zu bringen. Eventuell nicht in die Führung nehmen. Na, vielleicht wäre das der Trick, Cavalanzas nicht vorne rein. Aber wenn man sich mal so vorstellt... Nur Feuer ist die Schwäche. Nur Feuer. Das hört sich schon auf dem Blatt Papier gut an, oder? Und es hat so viele Resistenzen durch eben Stahl. Alles, was Stahl ist, hat so viele Resistenzen. Und ja, auf der anderen Seite, gegen Torgekiss mache ich nichts. Gegen die ganzen Flug-Pokémon mache ich nichts. Ampharos, das könnte ganz fein sein. Ist zwar auch nicht das Schlimmste der Welt für Ampharos. 1, 2, 3, 4. Okay, ich glaube, ich hätte sogar noch einen Konter, das war schlecht getimt, noch einen Konter machen können. Du willst mir offenbar einen Fokusstoß verkaufen. 5. Und ich glaube, ich respektiere den. Okay,
dann nicht. Zweimal Donnerschlag hintereinander. Mal schauen, wie viel das macht. Und ob du jetzt sofort wechselst, dann muss ich gefasst sein. Denn ich glaube, ich komme, genau. Also, jetzt kannst du vielleicht schilden und dann runterfarmen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit für dich. Oder du gibst einfach... Wow, das machst du vielleicht sogar. Du schildest und farmst runter. Jetzt wäre natürlich ein Bisaflor so richtig genial. Ich meine, das Sumpex, ja. Aber wenn du jetzt Fokusstoß machst... Ich versuch's einfach. Jawohl, okay. Okay, jetzt muss ich aber gefasst sein, ob du wechselst. Du wechselst. Und... Oh, das ist ganz doof ohne Schilden. Ich kann nicht drüber. Ich habe eine Schwäche gegen Wasser. Okay, das ist doof. Ich meine, meine Sofortattacken sind zwar sehr effektiv. Von Castellit gegen Lapras, aber... Wird deine Schädelwurm erlangen? Schädelwurm abfangen, das ist es. Nein, es hat sich schon so angefühlt, als hätte ich's gepackt. Eieiei, jetzt kommen zwei Surfer und ich bin weg. Das war nicht gut. Das war ganz und gar nicht gut. Nie komplett mit den Schilden runtergehen. Das ist so bitter. Das ist echt so bitter und so gefährlich, auf null Schilde runtergehen. Vor allem, wenn man so ein Pokémon da hinten drin hat. Ach, Castellit. Du hast nicht viel geleistet. Du hast echt nicht viel geleistet. Jetzt schaffe ich nicht mal. Naja, schauen wir mal. Wenn du Surfer einsetzt, dann hole ich mir jetzt 100 Energie, aber sowas von. Und hoffe einfach, dass dann Glurak hinten ist. Oder so. Surfer, ja. Okay. Dann wollen wir hier... Ja, das wird sowieso schon vermutlich langen. Eine Sofortattacke wäre noch schön. Egal, kann man nichts machen. Okay, ein Galagladi. Schade. Schade, 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 Schokolade, dass ich hier jetzt noch gegen Ampharos einsetzen musste. Zwei Aquahubitzen hätten völlig gelangt. Ein Erdbeben vermutlich nicht. Wow, wow, es wird noch so knapp, aber ein Eissplitter von Lapras genügt und ich bin weg. Aber hey, wenn man da noch so herumprobiert und herumversucht, das kann alles teilweise sogar noch irgendwie was werden, aber leider nicht so ganz. Heieieiei. Weil ich am Anfang... Nein, egal. Kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Entweder hätte ich sofort in Castellit reingehen sollen, aber irgendwann ist dann der Zug einfach abgefahren. Weil... Ja. Wenn Lapras dann mal ein bisschen Energie hat und ich eine oder zwei Sofortattacken warte, bis ich überlege, ich habe ja kein Schild mehr, dann ist es schon zu spät, weil dann ist schon fast der Surfer da und so effektiv gegen Castellit, da muss man schnell überlegen. Das ist im Grunde ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob die da schilden und vor allem nicht viele haben viel Ender. Was ich echt so aus eigener Erfahrung gemerkt habe. Dankeschön, dass die Energie nicht ankam. Man hat ganz klar gesehen, dass ich schon im nächsten Konter war. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man... Okay. Wenn man nicht die erste Person ist, die entscheiden darf, ob schilden oder nicht. Ich habe immer gerne den Nachrang, um entscheiden zu können. Zuerst... Ja... Okay. Okay. So, Glurak. Echt langsamer Wechsel. Nein, ich habe ja Castellit. Ey, was mache ich denn? Obwohl, eventuell geht das in Ordnung, denn Castellit hat ein echt schlechtes Matchup gegen Sumpex. Das war natürlich beabsichtigt. Das war völlig geplant. Eins, zwei, drei. So, du bist nicht mal bei einer Drachenklaue, glaube ich. Nö, das war schon gut so. Das war echt in Ordnung. Denn mit Castellit gegen Sumpex, das ist dann auch nicht so. Okay. Vier. Das ist umso besser für mich. Glaube ich. Dein Sumpex ist bei null. Bei null Energie, wollte ich sagen. Dem ist aber offenbar überhaupt nicht so. Ey, Quatsch, du hast hier nur Aquahubitze eingesetzt. Ist das Reichweite für ein Erdbeben? Oh, hoffentlich ist das nicht die falsche Entscheidung. Und vor allem hoffentlich schildest du nicht. Moment. Du hast auf jeden Fall kein Bisaflor, denn ansonsten wärst du damit reingegangen. Was geht mit dir ab? Echt jetzt? Hä? Was?
Okay. Ich heb mir eine Aquahobitze gespeichert auf. Bitte. Okay, okay. Die Aquahobitze habe ich am Start. Zumbex gewinnt viele Ladeattacken Gleichstände. Also jetzt müssen wir hoffen, dass Castellet hier... Oh nein. Gewinne ich gegen Galagladi den Ladeattacken Gleichstand? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Das ist die Frage aller Fragen. Ah, ich brauche hier ein bisschen Vorarbeit. Das war gerade nur ein Anzeigefehler, oder? Weil jetzt kommt plötzlich die Attacke. Hat so ausgesehen, als hätte der Gegner nichts gemacht. Und da ist der Nahkampf. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wenn ich den Ladeattacken-Gleichstand gewinne, habe ich jetzt gewonnen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den gewinne. Boah, da hätte vielleicht... Naja, ein Steinhagel ist nicht so effektiv. Gewinne ich oder gewinnst du? Oh, ich gewinne ihn. Alles klärchen. Boah, obwohl der Gegner viel Ender geschildert hat, Erdbeben geschildert hat, immer die krassen Moves. Hat gepasst. Hat tatsächlich gepasst, aber Castellet hatte rückwirkend betrachtet dann auch hier kein gutes Matchup. Oh, wenn ich... Ja, ich habe gerade in den letzten Kämpfen in jedem Kampf mein Team geändert. Da weiß man nicht so, was hat man im Team, aber... Im Grunde kann das auch der Köder sein. Glurak reinholen, aber wirklich, wer holt denn den offensichtlichen Konter rein? Da habe ich ja offensichtlicherweise einen Konter gegen den Feuerkonter. Beim nächsten Mal in Glurak versuchen wir Castellet reinzuholen. Okay, hier, ich mag solche Matchups, wo man immerhin nicht ködern muss oder so. Denn da ist der günstige Move die richtige Entscheidung. Da gibt es keine Köder, da gibt es kein Nichts, da gibt es keine Prozente, dass man den Boost bekommt oder sonstiges. Wow. Bin mir nicht sicher, ob ich das schilden will, um ehrlich zu sein. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich würde mal gerne sehen, wie viel Schaden das macht, weil ich glaube, das besiegt mich nicht, oder? Oh. Okay, aber keinen zweiten erreicht man. Schade. Wenn ich das gewusst hätte, hätte Fahrradkette... Ich hätte gedacht, das macht ein bisschen weniger, so ein kleines bisschen weniger. Hm, rückwirkend betrachtet, doch nicht so. So gut. Nun denn, dann gleichen wir die Schilde aus. Ha, hätte ich vielleicht doch schilden sollen, weil ich habe ja sogar die... Aber auf der anderen Seite... Naja, gut, bisschen extra Energie aber holen dafür. Jetzt Achtung, jetzt schildert er. Jetzt bin ich aber gespannt. Hatten wir neulich auch so ein Cavalanzas vorne. Nein, schildert nicht. Und das eigene Sumpex kommt hinein. Okay, dann setze ich sofort ein. Ja, wie gesagt, Cavalanzas Sumpex. Das liegt auf der Hand. Weil Glurak ist eben heftig. Aber jetzt bin ich gespannt, was du als letztes Pokémon hast. Vielleicht kopieren wir dann einfach das Team. Dann schilde ich auch mal noch nicht. Jetzt muss ich nur aufpassen, ein Bisaflor kann ich mir nicht vorstellen. Okay, du wechselst nicht. Dann setze ich jetzt ein. Und auch wenn Gestein nicht so effektiv ist, würde ich dann, glaube ich, gleich rüber. Oh nein, ich fahre hier einfach runter. Galagladi, schnell noch. Okay, ich muss sagen, an Galagladi hätte ich auch schon gedacht, um ehrlich zu sein. Als drittes Pokémon, aber ich weiß auch nicht. Okay. Du hast das sogar gar nicht geschildert. Dann werde ich jetzt nichts mehr einsetzen. Du wirst auf jeden Fall Laubklinge einsetzen. Nahkampf wäre zwar schön für mich, aber ja. So. Laubklinge und dann bist du bald bei der nächsten, die mich vermutlich schon fast besiegen würde. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie viel das macht. Ist neutral. Hat keinen Step, aber Galagladi ist schon stark. Ich überlebe es auf jeden Fall noch. Oh yeah. Was ist denn da los? Aber direkt mal ein gespiegeltes Team sozusagen fast. Sehr genial. Und ich hatte dann sogar noch zwei Attacken am Ende ready. Also eine hätte ich sogar noch durchbekommen. Zweimal Kreuz, Dingenskirchen hintereinander. Ja, aber das... Ah, ich weiß nicht. Cavalanzas. Das erste Team war mies. Ich meine, nur weil ich jetzt 4-1 gegangen bin, heißt das nicht, dass das Team besser ist. Das hat nur mit den Gegnern auch zu tun. So, aber... Da wusste ich schon. Okay, Glurak da. Plötzlich habe ich ein Problem. Oh, Capuno.
Hey, sehr schön. Zu einem Capuno sage ich niemals nein. Sehr fein. Also, Cavalanza ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Jedoch, wie man es spielt, ist die Frage. Das Team ist ultra wichtig. Sumpex ist ein gutes Duo, aber das dritte Pokémon, da müsst ihr selbst kreativ werden, da habe ich keine Ahnung. Was haben wir hier? Leider ein schlechtes. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen, wie viel fehlt uns hier noch? Ja, irgendwie schon so viele 3-2 und 4-1 und so und der Balken steigt einfach nicht. Ich habe mir gar nicht gemerkt, ab wann ich Rang 7 erreicht habe. Also Rang 8 erreicht. Da kann man sie anhand der Siege einfach berechnen. Habe ich bestimmt im Video gezeigt, genau wo ich den Rangaufstieg hatte. Dann kann man sich's ausrechnen, werde ich vielleicht in der nächsten Folge machen. Für jetzt soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.